Oh Gott. Herr Atlas. Oh. Oh, ich kann kaum noch laufen, mein Bein. Ich spür's schon kaum noch mehr. Wenn wir noch lange in der Sonne bleiben, werden wir dehydrieren. Wir müssen einen Unterschlupf suchen. Ja, Wasser. Oh. Oh Gott. Ja. Wir trocknen aus. Diese Hitze. Herr Corona, dieser Ort ist wie perfekt. Ah, okay. Schaffen Sie es noch hier rauf? Ich probiere es. Oh Gott. Herr Atlas, können Sie mir helfen? Ich komme hier nicht mehr hoch. Wir probieren, Sie hochzuziehen. Danke. Jetzt nochmal. Es war gut. Ja, kommen Sie. Danke. Okay, diese Höhle scheint wie geschaffen für unser Lager. Was? Ja, hier können wir auf jeden Fall eine Nacht verbringen. Okay. Machen Sie es sich bequem. Ah, mein Bein. Es tut gut, mal raus aus der Sonne zu sein. Ja. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Die Rast habe ich wirklich gebraucht. Denken Sie, Sie können bald wieder laufen? Es sieht nicht gut aus. Ich werde es versuchen müssen. Aber dieser Vielleicht Durst... hilft es Ihnen ja, wenn ich draußen etwas Wasser suchen gehe. Das wäre eine Möglichkeit. Geben die Kakteen oder derartiges ein bisschen was her. Ja, ich habe gehört, Kakteen sollen eine gute Wasserquelle sein. Okay, ich werde schauen, ob ich draußen ein bisschen Wasser für uns auftreiben kann. Sehr schön. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich mich für einen Moment lang hinlege. Klar, ruhen Sie sich aus. Der sieht aus, als ob er stänkern will. Lass mal, dem beiß ich eine Beule im Bart, dass ihm die Hose wegfliegt. Leben oder sterben, die Entscheidung wurde leicht vermieden. Jeder wollte so schnell, es geht in die kleine Zeitmaschine. Hauptsache weg von den Zombies, raus aus der Stadt, schnell weg von hier. Und so ging es los, die Zeit tobt, alles fliegt an uns vorbei. Alle Augen wurden groß, kam vom Staunen nicht mehr los, als die Zeit flog. Auf in das Licht, fast wie scheintot. Doch dann kamen unsere Helden an, Zeit ist ziemlich schnell vergangen. Und niemand konnte sagen, wo sie waren, keine harten Plan. Sag mal, ist das hier die richtige Zeit? Shit, Alter, nein, wo sind die... Wo bin ich? Ja, ich erinnere mich. Herr Atlas? Herr Atlas, sind Sie da? Ich versuche mal aufzustehen. Okay, mein Bein scheint es besser zu gehen, aber Kopfschmerzen habe ich immer noch. Ich sollte unbedingt was trinken. Diese Trockenheit im Mund, das ist unerträglich. Herr Atlas? Herr Atlas, wo sind Sie denn? Ich wollte doch was zu trinken holen. Herr Atlas? Ich muss vorsichtig sein hier. Vorsicht, Schritt für Schritt. Das Bein tut immer noch ein bisschen weh, aber es geht, ich kann laufen. Wo ist er denn? Herr Atlas, wo sind Sie denn? Das ist irgendwie so eine unwirtliche Wüste hier. Herr Atlas, wo sind Sie denn? Was ist das? Oh mein Gott, Treibsand! Hilfe! Hilfe? Hallo, Hilfe! Hilfe! Hallo? Sie! Hallo, was hier! Hier drüben! Helfen Sie mir! Luft anhalten! Nicht bewegen! Oh Gott, Achtung! Und hoch! Kommen Sie! Nehmen Sie meine Hand! Danke! Oh Gott, verdammt! Sie schaffen das! Danke! Was haben Sie da gemacht? Wer sind Sie? Ich bin da oben in der Höhle aufgewacht. Ich habe dort ein Nickerchen gehalten. Sind Sie das erste Mal hier in der Stadt? Man geht doch nicht in Treibsand. Sag mal, wo kommen Sie denn her? Wie sehen Sie denn aus? Welche Stadt? Wir wurden von Banditen überfallen. Ich war eigentlich noch mit jemandem zusammen unterwegs, aber ich weiß nicht, wo er ist. Und meine Frau, Christina. Sie sehen übel zugerichtet aus. Also. Ja, so fühle ich mich auch. Haben Sie vielleicht einen Schluck Wasser da oder so? Ist mir wirklich... dieser Mund. Nehmen Sie. Danke. Also wir können hier auf jeden Fall lange nicht bleiben. Also die Sonne wird immer wärmer, gerade hier draußen. Mein Name ist Max. Herr Max. Corona. Guten Tag. Also ich komme eigentlich auch nicht von hier, bin momentan auf der Durchreise, aber also okay. So wie Sie aussehen, wir haben in der Stadt einen Arzt, der könnte sich das mit Sicherheit mal anschauen. Okay, ist Ihre Stadt weit? Es ist nicht weit, aber wir sollten auf jeden Fall schauen, dass wir die Wunden irgendwie desinfiziert kriegen. Aber ich kenne da jemanden. Okay. Wir sollten uns auf jeden Fall auf den Weg machen, das schaffen wir nicht lange in der Hitze hier. Okay, ja, ich habe jetzt die Nacht irgendwie... Wie spät ist es? Wie lange habe ich geschlafen?
Das ist jetzt später Nachmittag, 16 Uhr circa. Oh Gott, ich muss ungefähr 20 Stunden geschlafen haben. Wie sind Sie denn hier hingekommen? Was machen Sie in der Höhle da? Ich kann Ihnen nicht genau sagen, woher, aber wir sind irgendwo da aus der Richtung wahrscheinlich gekommen. Unsere Kutsche wurde überfallen und die einzigen Überlebenden waren ich und halt Herr Atlas. Aber ich weiß jetzt nicht, wo Herr Atlas geblieben ist und die Leiche meiner Freundin, es ist grausam und es tut alles weh, aber ich kann gerade so heute wieder laufen, also es scheint wohl nichts Schlimmeres zu sein, aber wir sind irgendwie in eine Falle gelockt worden. Überall Explosionen und es ist furchtbar. Ich möchte mich eigentlich nur noch hinlegen und... Dann nehmen Sie mal was zu essen und dann kommen Sie mal mit. Ach, danke schön. Also ich muss Ihnen mal eins sagen, kommen Sie mit. Ach, ja, okay, ich folge Ihnen. In der Stadt, also die Stadt selber nennt sich Desperado, die... Vorsicht, ein Kaktus. Ja, alles gut. Da gibt's einen Sheriff, der ist ein bisschen schräg drauf, also... Okay. Überlassen Sie mir das reden, falls da gleich irgendjemand was sagen sollte. Okay. Ja, dann kommen Sie mal mit, dann lassen wir uns erstmal jetzt weg hier aus der Sonne, weil das schaffen wir sonst eh nicht lange. Ich habe leider kein Wasser mehr dabei. Also hier erwartet man echt Dinge, das ist unfassbar. Na gut, dann los. Wir sind gleich da, das ist hier um die Ecke. Wir sind gleich da. Sie sollten sich beeilen, so wie Sie aussehen, schaffen Sie es nicht lange hier draußen. Ja, es... Mir ist schwindelig, mir ist total schwindelig, ich habe Kopfschmerzen. Ja, ich glaube, wir müssen mal schauen, ob wir den Arzt finden. Ich bin mir nicht sicher, ob der da ist, also ich habe da noch eine andere Idee. Kommen Sie mal jetzt fix mit. Okay. Diese Stadt ist ziemlich groß, sie ist auf keiner Karte verzeichnet, soweit ich weiß. Wo sind wir hier? Wir sind selber, beziehungsweise ich bin selber relativ neu hier, ich kann Ihnen das nicht genau sagen. Ich war auf der Durchreise, mein Ziel war eigentlich Colorado, aber das sieht nicht aus wie Colorado. Ich bin eigentlich vom Zirkus und bin mit meinen Kompanen hier sozusagen momentan auf der Durchreise gezwungenermaßen. Okay, und Zirkus, deswegen sind sie so komplett türkis. Ah, ich verstehe. Ach, mein Kopf. Oh. So, jetzt passen wir mal auf. Moment, wo ist er denn? Hier sollte der Arzt sein. Wir können mal schnell gucken, ob der da ist. Herr Zone, ja, lassen Sie mich reden. Alles klar. Oh, ich leg mich kurz in den Schatten. Herr Zone? Gehen Sie auf, Sie dürfen jetzt nicht schlafen. Nicht die Augen zumachen. Ich wollte nur mich kurz hinlegen. Der Arzt ist leider nicht da. Okay. Es gibt noch eine Möglichkeit. Kommen Sie mit. Okay. Ich folge Ihnen. Hier drüben ist mein Haus. Ich hätte eventuell ein bisschen Alkohol zum Desinfizieren da und ein Bett. Dann können Sie sich ein bisschen ausruhen. Alkohol ist sehr gut. Aber, warten Sie. Es ist elementar wichtig. Also normalerweise in der Stadt sind die Leute alle ein bisschen komisch drauf. Also, okay. Ich mache das jetzt nur, weil ich sie da gefunden habe und sie hier Wunden haben. Sonst hätte ich sie nicht mitgenommen. Alles klar, ja. Wenn sie morgen aufwachen, dann wäre mir das ganz lieb, wenn sie wieder weg sind. Alles klar, ja. Ich muss eh noch schauen, wo mein Begleiter ist und... Wenn sie hier irgendjemanden sehen, irgendwas, auch immer, wieso, weshalb, warum, wir kennen uns nicht. Alles klar, okay, das klingt etwas furchteinflößend. Nein, so furchteinflößend ist es nicht, aber der Sheriff... Sie lernen ihn noch kennen, ja? Aufs Erste halten wir uns bedeckt, ja? Und dann können wir immer noch mit dabei rausbringen. Ist ja alles in Ordnung, ist ja nichts Schlimmes passiert, ja? Aber okay. Wir sollten vorsichtig sein, weil man weiß hier nie genau. Ich habe immer das Gefühl, die Leute hängen mir sämtlichen komischen Kram hier an. Okay, sehr gut. Ich bräuchte jetzt wirklich etwas zu trinken. Oh, jetzt schmerzt mein Bein auch langsam wieder. Ja, wir müssen nach oben. Lassen Sie mich mal eben schnell gucken. Hier. So, nehmen Sie das und dann sollte das alles schon wieder ein bisschen besser aussehen. Vielen Dank. Oh, der brennt. Ja, den hat der Herr Zone höchstpersönlich gebraucht. Das ist hier der Arzt in der Stadt sozusagen. Ich mache mir davon ein bisschen was auf dem Arm, ne? Natürlich. Sie können sich auch sehr gerne ins Bett legen. Ja, es wäre, glaube ich, ist ein bisschen schwindelig. Ich glaube, ich leg mich mal einfach kurz hin. Vielen Dank. Morgen sind Sie weg, ja? Ja, alles klar. Vielen Dank, Herr, wie war Ihr Name? Max? Herr Max, ja. Herr Max, vielen Dank, okay. Kein Problem. Ruhen sich aus, ja? Die Augen sich zu. Aus. Ja, ruhen sich aus. Augen zu.